Es ist Zeit für ein neues Zeitalter und dieses Zeitalter beginnt hier und jetzt. Wuhu! Danke. Ich, ein souveränes Lebewesen, reines Bewusstsein, reine Liebe, erkenne an, dass ich als Mensch Teil des lebendigen Ökosystems Erde bin. Ich habe erkannt, dass die Gesundheit unseres Lebens untrennbar mit der Gesundheit der Pflanzen, der Tiere, Gewässer, der Böden, der Luft und der kosmischen Zyklen verbunden ist. Ich erinnere mich an die mir innewohnende Schöpferkraft und an mein unendliches Entwicklungspotenzial. Und ich manifestiere, dass überall auf der Erde der lebenswichtige Humus wieder aufgebaut wird. Ich spüre, wie mein Immunsystem an den kristallklaren Wässern, der reinen Luft und in den geschützten Wäldern gestärkt wird. Jede meiner Zellen dankt für die gesunde Nahrung, welche, begleitet vom Gesang der Vögel und dem Summen der Insekten, auf gesunden Feldern gewachsen ist. Die Menschen heilen im Einklang mit der Natur. Unabhängig von Religion, Nationalität, Geschlecht, Hautfarbe, Einkommen und Bildung gehören wir alle zur Menschheitsfamilie. Ich begegne jedem Lebewesen mit Achtsamkeit und Respekt und löse Konflikte ohne Gewalt. Geburten werden als heilige Rituale geachtet. Und die Angst vor dem Tod gibt es nicht mehr. Technik wird dort angewandt, wo sie dem Leben dienlich ist. Und die Energie entstammt aus erneuerbaren Quellen wie Sonnenenergie und Wasserkraft. Ich beobachte dankbar, wie alle Menschen voller Begeisterung und in Freiheit ihr individuelles Potenzial entfalten. Und ich verbinde mich mit meiner eigenen unendlichen Kreativität. Voller Freude zähle ich mindestens ein Handwerk zu meinen Fähigkeiten. Ich umgebe mich am liebsten mit Produkten, die von Menschen meiner Region liebevoll und im Einklang mit der Natur produziert wurden. Es gibt keinen Abfall mehr. Alles ist einfach reparierbar und wiederverwendbar. Wirtschaft basiert auf gegenseitiger Fürsorge und Geschwisterlichkeit. Ich visualisiere lebensförderliche Begegnungen und Gemeinschaften in Stadt und Land, in denen sich die Menschen unterstützen und Halt geben. Wo Jung und Alt voneinander lernt, wo Menschen mit Behinderungen voll integriert sind. In den Städten und in den Dörfern wächst Obst, Gemüse, Beeren und Nüsse. Oft wird gemeinsam gekocht und angebaut. Die erfüllenden Arbeitsplätze befinden sich vorwiegend in der eigenen Region. Ich gestalte mein Land aktiv mit und werde dabei von Weisen reden, von Herzensmenschen, erfahrenen Herzensmenschen unterstützt, die sich auf das Wohle allen Lebens ausgerichtet haben. Mir zur Seite stehen Friedenshüter. Ich lebe in Fülle, denn das neue Geldsystem unterstützt das Wachstum allen Lebens. Die Medien verbreiten lebensbejahende Botschaften und Lösungen. Voller Freude und Dankbarkeit nehme ich das Geschenk der Schöpfung und des Lebens an. Und der Leitsatz des Manifests der neuen Erde. Jede unserer Handlungen und jedes Gesetz sind immer auf das Wohle allen Lebens ausgerichtet. In Respekt,
Mitgefühl und Achtsamkeit für die Erde und ihre Vielfalt. In Liebe, Wahrheit, Freiheit, Gleichwertigkeit, Geschwisterlichkeit, Frieden. Danke. 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 Und jetzt geht das Manifest der neuen Erde angucken auf The New Earth Manifesto. Es ist viel länger. Das ist wirklich die Zusammenfassung. Und ihr könnt es unterschreiben, wenn ihr auch diese Vision wirklich realisieren möchtet. Und geht an Plätze, die euer Herz ruft, und lest das Manifest. Und lasst all die Bilder, die in dem Manifest angeboten werden, in eurem Herzen entstehen, vor eurem inneren Auge entstehen und riecht es, hört es, seht es, schmeckt es. Weil spürt es. Weil je mehr wir diese Bilder in unserem Herzen groß werden lassen und die alten Bilder des alten Paradigmas und der alten Matrix dadurch ersetzen, desto schneller kreieren wir die neue Erde. Und das ist unsere Schöpferkraft und unsere Aufgabe hier auf der Erde. Und ich bin so dankbar, dass diese Information jetzt in alle Richtungen fließen darf. Auf ganz bald. Tschüss.